VfR TV wird Ihnen präsentiert von Cloud4U, Ihrem regionalen Partner für sichere Hosting und Cloud-Services. Ja, ich denke, erste Halbzeit ging klar an Holstein Kiel, auch mit dem entsprechenden Ergebnis. Da war Holstein einfach frischer, bissiger, zweikampfstärker, hat gut gespielt. Wir haben dann da nicht wirklich was gegen ausrichten, dass der Gegner zu seinen Toren kommt. Sicherlich sind wir bei dem ersten einfach als Viererkette zu weit aufgerückt, sodass wir den Fehler mit selbst eingeleitet haben, aber grundsätzlich vom Spiel her war Holstein in der ersten Halbzeit einfach zwei Tore besser, das muss man klipp und klar sagen. Wir haben dann in der zweiten Halbzeit versucht, dann nochmal umzustellen, haben wir in der Halbzeit auf 4-4-2 umgestellt, haben dann auch mehr gesehen, dass wir mit diesem Kurzpassspiel durchs Mittelfeld auch nicht so richtig durchgekommen sind, haben dann mehr auf lange Bälle umgestellt, haben dann, ja, ich sag mal so, mehr auf Moritz gespielt, der dann die Räume und auch die 1-gegen-1-Situation gut gemeistert hat, sodass wir besser ins Spiel gekommen sind, haben dann zu einem guten Zeitpunkt das 2-1 gemacht und ja, dann die 2-2-Situation. Wir haben dann, glaube ich, mutig, bissig dann auch Holstein zumindest attackiert, haben auch mehr für uns rausgeholt, was Zweikämpfe angeht und sind dann noch zum 2-2 gekommen. Und wenn man die beiden Halbzeiten sieht, dann geht die erste klar an Holstein. Und ich denke, in der zweiten haben wir viel dafür getan mit Einsatz, Moral, sodass wir dann auch zum Ausgleich gekommen sind. Und deswegen sind wir natürlich mit dem Punkt sehr glücklich. Ja, hallo zusammen. Ja, wir haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt, auch den Fußball, den wir uns auch vorstellen. Das haben wir, glaube ich, von der ersten Minute an gemacht, mit einer Überzeugung auch. Die Tore, die wir gemacht haben, waren eigentlich Umschalttore, also keine Tore, die jetzt herausgespielt waren, in dem Sinne über Räume oder Kombinationen, sondern war klar, dass wenn dann der erste, zweite Ball gespielt wird und wir dann mit Peitzer im Zentrum einen haben, der vielleicht den Ball mal drüberlegen kann, dass wir immer wieder Möglichkeiten bekommen. Das haben wir gut gemacht. Wir haben das Spiel zu jeder Zeit kontrolliert und eine richtig gute erste Halbzeit gespielt. Und hatten dann das Thema, dass Peitzer schon die gelbe Karte bekommen hat, hatte dann noch eine Situation mit Handspiel, wo man vielleicht unglücklicherweise, der Ball springt bei die Hand, kann man vielleicht schon darauf reagieren, hat er noch zwei, drei Situationen gehabt und wir mussten halt, da in dem Fall mussten wir halt reagieren. Und dann in der zweiten Halbzeit, so wie es auch eben gesagt worden ist, war es dann wenig Fußball, war es dann viel erste, zweite Bälle, lange Bälle vorne rein und wir haben versucht, irgendwann mal wieder Fußball zu spielen, aber haben es nicht hinbekommen, haben viele Fehler gemacht. Es war eigentlich kein Fußballspiel mehr, es war ein Zweikampfspiel, ein Umschaltspiel und wir waren einfach nicht in der Lage, die zweiten Bälle zu gewinnen. Und uns wieder in das Spiel reinzubringen, was wir in der ersten Halbzeit gemacht haben. Und haben nochmal gehofft, dass wir vielleicht dann die Möglichkeit bekommen, in die ersten, zweiten Bälle fallen, mit Dominik Drexler und mit Luca Dürholz die Bälle festzumachen und wieder in unser Spiel reinzukommen. Das ging dann nicht. Kurz vor dem 2-2 war es dann so, dass ich eigentlich schon wechseln wollte und gesagt, okay, komm, dann hackst es halt ab, Fußball zu spielen und versuchst halt auch zu verteidigen, auch wenn das jetzt nicht unsere Art Fußball ist. Und dann fiel das 2-2 und dann haben wir komischerweise nach dem 2-2 wieder angefangen, Fußball zu spielen und wieder nach vorne zu spielen und hatten dann auch wieder die eine oder andere Möglichkeit. In der Summe ist es so, wir haben in Frankfurt haben wir 35 Minuten richtig schlecht Fußball gespielt, haben dann mit der Nachspielzeit insgesamt vielleicht 60 Minuten gut verteidigt, haben 0-0 mit nach Hause gebracht. Heute haben wir 45 Minuten richtig gut Fußball gespielt. Und jetzt müssen wir halt gucken, dass wir diese 60 Minuten gegen den Ball und diese 45 Minuten mit Ball mal irgendwie zusammenbringen und das mal über 90 Minuten hinbekommen. Dann werden wir uns auch vielleicht am Ende des Tages belohnen. Wir sind mit dem Punkt überhaupt nicht zufrieden, weil wir uns das selbst zuzuschreiben haben und müssen jetzt trotzdem nach vorne gucken und die nächsten Partien an. VfR TV wird Ihnen präsentiert von Cloud4U, Ihrem regionalen Partner für sichere Hosting und Cloud-Services.